Oh mein Gott, Alter, hat der mich erschrocken, Alter. Junge, ich habe einfach so die Folge angefangen. What? Junge, das ist einfach der Lama-Typ. Alter, guck mal die Lamas an, wie die aussehen. Ich schwör's dir, ich habe noch nie so eine Minecraft-Folge angefangen. Oh mein Gott, willkommen wieder zurück zu Minecraft. Langweilig. Wo alles so langweilig ist, wie es halt so ist. Der gibt für ein Emerald, gibt er dir ein Sugarcane. Alter, der Typ ist Katja richtig komisch. Sapling, Dark Dingenskirchen. Packet Eis. Anker-Typ. So. Ich werde jetzt das erste Mal mit meinem Fernglas den Maulwurf anschauen. Bis er rauskommt. Komm schon. Hey, du stehst mir im Weg, du Arsch. Hallo. Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, da ist er. Oh. Ich sehe auch einen Arsch. Achso, das bist du. Ich sehe auch einen Arsch. Okay, die letzte Aufgabe aus unserer Aufgabenkiste wird sein. Eine ganz besondere. Oh, es sind Spawn-Eggs mit drin. Oh. Okay. Rüstet euch aus und kämpft mit deinem Mitspieler. Okay. Ich habe gesehen, es wurde hier tatsächlich etwas Neues dazugebaut. Das sieht für mich aus wie nach einer Arena. Und ich glaube, diese Arena können wir eigentlich ganz gut mit diesen Spawn-Eggs hier kombinieren. What the fish? Alter, du Arsch! Junge, einfach so das Ding hier. Oh mein Gott, ich habe einen Bogen bekommen. Oh, nein. Doch, guck mal. Glück im Unglück. Oh yeah, nice. Danke dir. Und hier hast du einen Creeper. Au! Alter. Hör jetzt auf! Creeper kannst du nicht machen, Mann. Das ist viel zu krass. Okay, ist ja gut, Miss Donner. Also so ein Skelett ist nicht so schlimm, aber wenn du da auf einmal anfängst, so Dinger zu spawnen, was soll das? Was soll denn das nur wieder werden? Juhu! Wow! Und die Sonne lacht! Die sieht gar nicht so gut aus. Ja, die sieht lass einfach ausrüsten. Die Sonne sieht so aus, als ob die so Bauchschmerzen hat. Yo! Hä, warum ist das Ding bei mir? Die Arena? Die Arena des Todes! Die ist voll hässlich! Todes! Dein Bereich ist halt eher so der hässliche Bereich und mein Bereich ist so eher nicht. Der hübsche. Sieht voll in Ordnung aus. Bei dir riecht es immer noch nach Chlor wegen dem Schwimmbad. Ja. Okay. Okay. Aha. Ich würde mal sagen, wir müssen uns vorbereiten für die Arena. Ich bin dabei. Okay. Alter Junge, was soll das? Hör doch auf, du Knemmt. Wegen was? Ich schwör's, ich habe nichts getan. Nein, du hast nichts! Ich wollte das. Hat einfach die Truhe zerfetzt. Okay, pass auf, hör zu. Du hast doch noch deine Hose an. Ja, na und? Also, du hast doch alles da. Okay, ich entschuldige mich. Ich gebe dir ein Geschenk, okay? Und dafür muss ich jetzt nochmal kurz rausgehen, um etwas zu holen, okay? Weil du mir wichtig bist, gehe ich jetzt nochmal kurz was holen. Und zwar hier, da haben wir extra so Sugarcanes. Die hole ich jetzt extra für dich. Und dann mache ich aus diesen Sugarcanes, hole ich uns was Schönes bei raus. Und ich werde dir ein schönes Möbeljahrstück schenken. Ich will was von Magus. Von McDonald's. Okay, kein Problem. Kriegst du auch nach der Folge. Okay. Oh mein Gott, hier sind überall diese Hühner. Ich schwöre es dir, dieses Projekt, Lars. Das ist alles der Schlimmste. Aus den Fugen gelaufen. Das ist einfach komplett aus den Fugen gelaufen. So, nein, ich habe... Oh mein Gott, ich bin so dumm. Wie kann man so dumm sein wie ich? Wirklich, wie kann man so unglaublich blöd sein? Was hast du jetzt? Ja, wie kann man wirklich so dumm sein? Okay, ich habe mir jetzt einfach eine Hose gecraftet und einen Helm, den ich nicht brauche. Okay, nice. Statt mir einfach ein paar Schuhe zu machen, habe ich jetzt ist das jetzt mein komplettes Eisen gewesen? Okay, Lars, hör zu. Jetzt kommt ein dickes Ding. Guck dir das an, was ich dir hier schenke. Ein Crafting-Table. Hier, schau es dir an, Lars. Das ist für dich. Nein. Für dich ist nur die Müllabfuhr für dich. Okay. Da gehe ich. Diese Hühner nerven so krass. Ja, deswegen habe ich dir... So krass. Aber ey, Kacke, wir haben gar kein Lapis Lazuli, oder? Doch, ich habe Lapis Lazuli. Warte, ich hol's kurz. Gott, diese dummen Dinger. Mann. Aber die sind auch alle nur bei mir. Bei dir ist jetzt kein einziges Huhn mehr. Ja, weil die keinen Bock mehr bei mir haben, weil die wissen, die leben bei mir nicht lange. Pass auf, check das. Ich leg Lapis Lazuli rein. Okay. Bane of Arthropods, Knockback.
Okay, okay. Okay, ich nehme Bane of Arthropods. Und Unbreaking 1 habe ich drauf. So. Weiß ich nicht, ob ich bereit wäre, aber ich glaube schon so ein bisschen. Protection 1. Feather Falling. Nice. Ich lasse mal das Spyglass hier. Fackeln lasse ich auch hier. Protection 1. Projektil Protection. Nehme ich auch mit. Dann habe ich hier das Iron Sword. Oh. Dann nehme ich hier Aqua Affinity. Alter, das nehme ich auch mal mit rein. Nice. Klingt sehr nice. Protection 1 nehme ich zweimal mit rein. So. Oh, Junge, ich muss hier raus. Diese Hühner machen mich wahnsinnig. Dieses Zuhause macht dich einfach nur glücklich. All meine Hühner machen mich glücklich. Alle meine Hühner machen mich so froh. Wir gehen jetzt in die Arena. Alter, das sieht so cool aus. Das Enchantment sieht so nice aus. Ja, gell, es sieht mega nice aus. Glänzt einmal so richtig krass. Dann würde ich mal sagen, Lars, wir haben jetzt hier unsere Arena. Und so wie du... Man muss halt gucken... hier so mäßig, oder? Ja, so wie es aussieht, bleibst du ja als Erster erstmal drin. Ich mach mal die Pforte zu mit so Amethyst. Und wir legen los. Genau, also du fängst an und ich gebe dir die Monster. Das ist hier eine Mob-Arena, weißt du? Okay, so. Dann fang ich rein an. Rein mit dir in die Mob-Arena. Genau. Alter, voll cool, dass es hier so zu ist mit dem Dings. Okay, bist okay, du bereit? Ich bin bereit. Okay. Okay, ready. Wir fangen mit einer leichten Form an. 3, 2, 1. Okay, eine leichte Runde für den Anfang. Die Zombie-Runde. Viel Spaß. Alter Junge. Aber die brennen ja auch. Die haben mich einfach angezündet. Ja, ja, ja. Ist es hart? Ja. Okay, aber sie brennen, Lars. Okay, wir schauen uns das Ding an. Okay, Lars wird angegriffen, ne? Die Zombies müssen ein bisschen mehr werden. Man muss eigentlich nur weglaufen. Let's go! Okay, da kommen die Zombies auf Lars zu. Junge! Mal gucken, wie er damit klarkommt. Du musst lange Schläge machen. Oh, 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 Lars, da musst du aufpassen. Zum Glück hast du Protection drauf. Oh, du, Lars wird eingebuchtet von den Zombies. Bleib dran, bleib dran. Okay, okay. Soll ich dir bei irgendwas helfen, Lars? Oh ja, genau. Nutz die Eier von zu Hause. Er ist der Eierheld. Wegen den ganz vielen Hühnern. Los, du schaffst es. Oh okay. Gott. Okay. Man muss halt wirklich, wenn man... Lol, hier ist einfach ein Huhn. Okay, du kannst dich schon mal hochbauen. Ich gehe schon mal rein. Und du kannst mir eine zweite Runde geben. So. Aber guck mal, glaub mir, es ist viel schwerer, wenn Tag ist, weil die Zombies, sobald die Dings kriegen... Sobald die brennen, zünden ja, die dich ja, an. Ja, ja, die zünden dich einfach an die ganze Zeit. Das ist viel schwerer. Puh. Gib mir einfach eine volle Breitseite, okay? Ich will alles, was du hast, Mann. Alles. Okay. Ich spiele auf schwer. Man kann auch Skeleton spawnen, ne? Aber da stirbst du... Kommt drauf an. Also wenn du viele Skeletons machst, muss ich ein bisschen damit klarkommen. Aber ich bin mir sehr zuversichtlich, ja. Okay. Okay, okay. Oh mein Gott. Da muss ich den Pillar hier benutzen. Ja, die brennen aber auch schon. Okay. Sieht voll gut aus, Mann. Komm schon, Attacke! Okay. Okay, da habe ich den zweiten. Lauf ich. Oh mein Gott. Oh Gott. Gar nicht mal so leicht, ne? Alter, gegen so Skelette ist richtig schwer. Aber, oh mein Gott. Alter, da ist ja so ein Goldener sogar. Alter, der hat so eine Special. Das ist einfach Iron Man. Alter, Lars, gegen die ist zu schwer. Alter! Wieso? Willst du noch mehr Skelette spawnen? Du kannst Alter, ja nicht du hast gegen mich hunderte von diesen Zombies ja, auf mich gehetzt. Zombies! Oh. Ich habe vielleicht 5 Skeletten gemacht. Was kannst, warum kommst du damit nicht zurecht? Pass mal auf, wie das jetzt der King macht. Ah, pass mal auf. Ich schau mal zu. So, guck mal, ich mach sogar den und jetzt kannst du gar nichts machen. Okay, let's go. Jetzt check das aus. Okay. So, das sind 4 Skelette. Mal gucken, wie du mit 4 Skeletten klarkommst. Okay. Okay, let's go, Mann, Lars. Du musst... Lars, komm. Du schaffst es, komm. Streng dich einfach nur an. Okay. Hey, sag mal, seit wann hast du eigentlich ein Diamantschwert? Habe ich mir gecraftet am Anfang der Folge. Was? Woher hast du denn Diamanten, Mann? Habe ich gesammelt in der letzten Folge. Ach so. Okay, okay. Sag mal, hallo, warum baust du da so viel? Alter, ja, weißt du, das ist... Wenn du das auch so handhabst, dann ist doch kein Wunder, da gewinnt doch niemand. Okay. So, ich hab mich richtig gut geschlagen. Okay. Weißt du, du hast es nicht mal geschafft gegen 5. Du hast nicht mal geschafft gegen 5 und bei mir musstest du dann noch Creeper dazu spawnen. Okay. Nein, es war einfach schlecht. Okay, dann hör zu. Okay, 1 vs 1. Okay, warte. Du gegen mich.
Okay. Komm, lass auf der Brücke kämpfen. Okay, auf der Brücke. Down, 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 down. Hä, was? Warum hast du einen Bogen? Hast du auch Pfeile? Ich hab aufgehoben. Ja, okay. Hab ich alle aufgehoben. Dann spielen wir auch mit Bogen. Okay, verstanden. Dann let's go. Jetzt ist das der finale Kampf, Mann. Ich hab gar keinen Bock, gegen dich zu kämpfen, um ganz ehrlich zu sein. Jetzt gibt's auch so eine richtig krasse Musik einfach. Wo kommt diese Musik her? Okay, dann komm her, Mann. Bist du bereit? Lass uns loslegen. 3, 2, 1, go. Okay. Nicht schlecht. Machst du Above Ground, High Ground? Ich mache Above Ground. Okay. Ich habe schon, keine Dings mehr. Okay. Okay, chillig. Okay, was machen wir? Ich weiß es nicht. Wir haben noch nie so sehr miteinander gekämpft, hä? Okay. Yo! Karagiri! Okay. Vergiss es, ich bin raus. Kannst du vergessen. Warum? Nö, weil das einfach nicht... Egal. Hä, ich warum? Sag nichts dazu. Nein, ich sag nichts. Okay. Aber du hattest doch auch Creeper. Ja, aber ich habe die nicht gespawnt, weil es hieß 1 gegen 1. Ja, aber du hast einen TNT-Block benutzt. Hallo? Na und? Hä? Creeper und der TNT-Block ist doch das Gleiche. Nein. Hä? Pardon? Okay, komm, dann noch ein Kampf ohne Creeper. Vergiss es, ich bin jetzt raus. Gut, Leute, wir sind raus. Aber sag mir dann noch Tschüss. Ich hab gewonnen, weil ich fair bin. Die Leute dürfen es in die Kommentare schreiben. Okay, Leute. Das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Folgt uns auf Instagram. Wir fliegen in den Urlaub. Und falls ihr da mitgucken wollt, schaut auf jeden Fall vorbei. Wir sehen uns, Leute. Haut rein, Leute. Und ciao. Tschüss.